Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir werden uns in dieser Folge das Minibike zusammenkloppeln. Ich hoffe zumindest, dass wir es hinbekommen. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Wir haben 22.30 Uhr. Wir werden jetzt erstmal die Klamotten. Wir werden schnell mal ein bisschen sortieren, werden aber gleich, beziehungsweise nicht kommen. Wir bauen gleich das Minibike. Die Fertigungszeit wird sowieso ein bisschen länger sein. So, fürs Minibike brauchen wir Mechaniker, beziehungsweise Intelligenzstufe 4. Wir haben 5 Punkte frei momentan. Haben durch übrigens hier, wieso die 3 grün leuchtet, um das mal zu erklären, liegt an unserer Brille. Intelligenz plus 1. Legen wir diese Brille ab, können wir diese Fähigkeiten nicht mehr benutzen. Haben wir das Minibike bereits gebaut, ist es egal. Beispielsweise allerdings sollte hier Kraft steigen und wir hätten was geskillt, was aber eine höhere Kraft voraussetzt. Würden wir diesen Skill verlieren, wenn wir das dementsprechend ablegen. Das muss man immer bedenken bei dem Ganzen. So, zurück zur Intelligenz. Wir sind momentan auf 3, das heißt, wir gehen auf 3, wir gehen auf 3, haben jetzt 4 und können jetzt praktisch dann aber schon das Minibike uns zusammenbauen. Sehr schön. Und haben noch 3 Levels sogar übrig. Es läuft im Moment wie geschnitten Brot. Das ist der Wahnsinn. So, Minibike. Und wir brauchen für das Minibike 2 Räder. Wir brauchen erstmal... Die Räder werden, glaube ich, tatsächlich das Schwerste, oder? Ich glaube, das Rad wird schwierig. Fläschchen mit Säure. Ja, wobei, es geht ein Fläschchen mit Säure, das ist okay. Das kriegen wir hin. So, wir brauchen Eisen, Klebeband, Leder, elektrische Teile, Scheinwerfer, elektrische Teile, Eisenrohre. Okay, wir brauchen Eisen. Das heißt, wir müssen Eisen einschmelzen. Bedeutet, huch, da habe ich auch so sehen was gedroppt. Wir schmelzen erstmal Eisen ein und machen uns neue Eisenbahn. So, dann brauchen wir Leder, Rohre, Federn. Wir brauchen elektrische Teile, wir brauchen die Teile. Wir haben 4-mal Säure. Wir haben ja ein Buch gefunden, dass wir aus Autos Säure rausluten können, was mega ist. So, wir haben 8-mal Kleber. Wir werden aber noch mehr Kleber, glaube ich, brauchen. So, Minibike müssen wir übrigens an der Werkbank, wie das Fahrrad auch schon, fertigen. Eisen fehlt uns. Klebeband fehlt uns. 1-mal Klebeband. 1-mal Klebeband fehlt uns und ein Scheinwerfer. 1-mal Klebeband. Guck mal, den Lenker können wir schon mal fertigen. Und 1-mal Klebeband brauchen wir auch. Klebeband. Machen wir gleich mal 4. Machen wir gleich mal 4. Dann brauchen wir Eisen. Haben wir noch Eisen, was wir einschmelzen können? Ah, guck mal, wir haben 25 Barren. Macht aber nichts. Wir müssen eh noch eine Schaufel und so weiter herstellen. Das heißt, das Eisen ist nicht verschwendet. So, das hier. Wir haben den Motor, wir haben die Batterie, Bleibatterie für Autos. Es ist, glaube ich, egal, welche Batterie wir nehmen. Die Batteriestärke ist, glaube ich, erst bei höheren Fahrzeugen relevant. Ich glaube, hier ist es egal, welche wir nehmen. Also es wird nichts an der Geschwindigkeit des Minibikes, glaube ich, ändern. Wobei, wir können es mal probieren. So, und wir brauchen aber Rad. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Geschmiedetes Eisen, Kunststoff, Öl, Kohle. Kunststoff, Öl, Kohle. Kunststoff... Kohle, Öl. Nee, 2 Räder. Wir kriegen das Minibike ohne große Probleme fertig. Sehr, sehr schön. Wirklich, das ist super. So, den Eisenvorschlaghammer können wir unter anderem einschmelzen. Das dauert 5 Minuten, aber das sollte ordentlich Eisen bringen. Das sollte ordentlich Eisen bringen. So, wir gehen schon mal dazu über und sortieren schon mal den restlichen Loot, glaube ich. Und zwar, wir haben jetzt sogar noch ein Buch. Niederstrecken. Im vollautomatischen Feuermodus hast du im Treffer eine höhere Chance, deinen Gegner niederzustrecken. Wieso haben wir das nicht gelernt? Das lernen wir logischerweise. So, wir haben hier noch Essen. Modifikationen, die kommen auch aus. Eine 5er Batterie. Wir haben sowieso. Wir haben eine 6er Batterie, wir haben aber auch schon eine 5er Batterie. Also wir haben wirklich mega, mega Loot. So, der ganze Rest kann jetzt dann schon mal weg. Beziehungsweise was stackt. Stackt. So, wir haben die Räder in der Herstellung. Wir haben ein Rad ist schon fertig sogar. Wir haben den Rest in der Herstellung. Das hier kann raus. Das hier. Die Dosen können wir gleich noch einschmelzen. Guck mal, hier haben wir auch noch Metall. Die Steine können raus. Das Öl, das kann raus. Der Motor kann raus. Wir haben hier Nahrungsmittel. Das kann raus. Die Gläser können raus. Das kann raus. Das auch. Das hier ist Rüstungsteile. Packen wir mal, glaube ich, hier mit rein. Genauso wie Modifikation, Munition und so weiter. So.
400 Metall. Die Dosen werden noch mit eingeschmolzen. Sehr schön. Und das hier raus und das hier raus. So, das hier kommt hier rein. Das hier kommt auch hier rein. Die Skibrille kommt ja auch rein. So, Pinsel können wir letztendlich zum Anmalen, könnten wir benutzen. Dann haben wir lehmige Erde, die wir auch hier mal reinpacken. Und wir sind... Ich kann immer noch nicht fassen, wie gut das läuft. So, hier, wir haben eine 3er Batterie, eine 3er, eine 5er und eine 6er Batterie. Die Frage ist, welche Batterie wir nehmen. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ich würde mir, glaube ich, sogar noch eine Kiste für... Komm, wir machen uns noch eine Kiste für Waffenmodifikationen. Wir brauchen 6 Nägel. Dann machen wir uns noch eine Kiste und machen da Mods rein. Also Modifikationen. Und wir haben 3 Motoren. Wir nehmen mal die 5er Batterie. Autobatterien können für das Fertigen von Fahrzeugen benutzt werden. Zerlegt oder in Schmiede für Blei eingeschmolzen werden. In einer geladenen Batteriebank können sie wieder aufgeladen werden. Okay. Jo. So, den lassen wir mal weiterlaufen. Lager. Hölzerne Ablage. Lagerkiste. So, Minibike. So, wir haben das. Minibike. Wir haben 2 Räder, wir haben das, wir brauchen den Motor und wir brauchen die Batterie und dann haben wir das Minibike fertig. Das geht so einfach. Wir nehmen die 5er Batterie. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist oder ob es, also ob es irrelevant ist oder nicht. Oder ob das Minibike dadurch schneller wird, wenn wir eine höhere Batteriestufe nehmen. Wir nehmen die 5er Batterie. Ich habe noch eine 6er Batterie, ist alles okay. So, die Lagerkiste. Modifikationen packen wir. Wo packt man Modifikationen hin? Hier hinten hin. Dann nehmen wir alle Modifikationen raus und schmeißen die da rein. Ich würde auch gerne noch ausprobieren, wie wir dem. Oder auch einzelne Teile. Das heißt, auch hier die Rüstungsmod und so weiter würde ich rausnehmen. Nähset. Das hier kommt sowieso weg. Das hier kommt auch mit weg. Genau, dann müssten wir, glaube ich, jetzt alles haben, was irgendwie Modifikationen angeht. So, das heißt, das Zeug kommt alles mal hier rein. Wir haben noch einen einzigen Dietrich übrig. Ganz nett. So, dann kommt das hier auch raus. Die Jetons, beziehungsweise das Verkaufszeug, können wir uns auch noch eine eigene Kiste machen. So, wir können mal gucken, ob wir irgendwas auf eine Waffe anwenden können. Stahlrüstungsteile, zerlege fortgeschrittene Waffen und Werkzeuge, um diesen Gegenstand zu erhalten. Verwende sie, um neue Gegenstände zu fertigen. Ah, okay. Das hier bringt uns nichts. Das hier würde uns vielleicht noch was bringen. Wir gucken mal, was wir verändern können. Verändern. Die Mod ist drin. Können wir nicht anwenden. Ich glaube, das hier ist sogar eine Modifikation. Ausdauer, Sekunde, Beweglichkeit. Das müssen wir auf Rüstung, glaube ich, anwenden. Verändern. Da geht auch nichts. Da geht auch nichts. Da geht auch nichts. Ah. Doch, wir könnten zoomen. Ach, wie cool. Okay. Gar nicht schlecht, aber ich würde tatsächlich die erstmal die Lampe behalten. Wir bräuchten eine höhere Waffe, dann könnten wir 2 Modifikationen auf die Waffe anwenden. Dann gucken wir mal bei Rüstung. Und zwar verändern. Nee, hier tatsächlich auch nicht. Fittingsmod. Verringern die Mali auf Bewegung und Ausdauer durch die Rüstung. Erheblich. Rüstungsmod. Verändern. Ah, hier könnte man es einbauen. Hier haben wir schon die Tasche drin. Haben wir hier noch einen Platz? Verändern. Nee, hier haben wir das... Ja, okay, wir brauchen nicht unbedingt die Trinkmod. Wir nehmen die Trinkmod raus. Denn wir können Wasser auch reinigen. Und zwar sehr effektiv eigentlich. Boah, 500. Der Hammer hat es ordentlich gebracht. Der Hammer hat es ordentlich gebracht. So, Minibike haben wir fertig. Wir besitzen ein Minibike. Und wir besitzen massenweise Munition. Wie viel Munition haben wir eigentlich im Moment? Wow. Ja, okay, wir haben nur 275 für die Pistole, aber haben sonst 150 für das andere Zeug. Krank. So, wir müssen mal gucken, dass wir noch irgendwas nach Möglichkeit haben, was wir verkaufen können. Das Zeug hier können wir schon mal zerlegen. Wir haben sonst relativ wenig Waffen bis jetzt. Eine Batterie, 300 würde die bringen. Ich würde tatsächlich eine verkaufen wollen. Und Motor an und für sich auch. Wir werden eh nochmal einen kriegen. Ich würde mir unglaublich gerne Gegenstände aus Messing können in einem Rucksack. Ah, auch für 220. Papier.
Weiß ich nicht, wofür wir Papier brauchen. Lampen können wir auch nochmal zerlegen. Kriegen wir auch durch Autos. Wir nehmen einfach nochmal Autos auseinander. Auch 200. Ich würde versuchen, auf diese 3000 zu kommen. Ich will unglaublich gerne dieses Gewehr. Fürs Minibike brauchen wir übrigens auch Benzin. Ich hätte echt gern das Gewehr. Waffenreparaturkits auf niemals verkaufen. Die sind viel zu wertvoll, die Dinger. 79 kriegen wir hierfür. 31 hierfür. Nee, das lohnt sich nicht so richtig. 55 nur hierfür. Zerbrochenes Glas, hab keine Ahnung, wie wir das überhaupt brauchen. Was wir allerdings mal brauchen, wäre Nahrung. Benutzen. Ah, wir können hier mal Wasser herstellen. Und auch Fleisch herstellen. Wir brauchen Wasser, gekochtes Wasser. 49 Stück. Machen wir mal 20. Dauert 3 Minuten. 3,40. Ah, und Fleisch haben wir auch noch. Nochmal 2 Minuten. Komm, machen wir 6 Minuten. So, die Schmiede ist durch. Wir haben 30 Eisen. Wir brauchen noch eine Eisenschaufel. Wir brauchen Leder und 4x Klebeband. Das heißt, einmal Klebeband müssen wir uns herstellen. Dann können wir die Eisenschaufel auch gleich noch mitbauen. Wir sind so effektiv unterwegs. Das ist ja echt. Achso, Papa, Leder. So, Schaufel fertigen. Wieso nicht? Ah, 32 geschmiedetes Eisen. Wir haben nur 30. Okay. Werfen die Schmiede nochmal an. Einschalten und 18. Komm, einer noch. Dann können wir die Schaufel gleich fertigen. Sehr schön. Und fertigen. So, übrigens mit F können wir die anmachen. Die Taschenlampe. So, Fleisch. Benutzen. Benutzen. So, sollten wir bei 100 sein. Gut. Minibike haben wir, Benzin haben wir. Wir haben Zeug, was wir beim Händler verkaufen können. Wir haben hier leider nichts, was wir beim Händler verkaufen können. Wir haben hier... Das hier können wir verkaufen. Motzen deine Aussehen auf und steigern deine Beweglichkeit. Stiehbrille verkaufen wir. Die Tücher bringen nicht viel. Das auch nicht. Oh, 77. Hält dich warm. Jacke. 77. 800 und die 5. Also das ist jetzt alles nur Zeug, was wir beim Händler jetzt verkaufen werden. In der Hoffnung, dass es reicht, um auf 3000 zu kommen. Wir haben 800, wir haben 1000. Wird eng. Wird, glaube ich, sehr, sehr eng. Zusätzlich bräuchten wir noch einen Klauenhammer, glaube ich. Sonst sind wir jetzt erstmal durch. Die Frage ist, was skillen wir eigentlich noch? Unsere Pflanzen übrigens wachsen. Das dauert allerdings hier Anbau. Solange da noch Anbau steht, können wir die nicht ernten. Haben wir irgendwas, was wir noch anbauen könnten? Kartoffeln müssten wir mal suchen. Dass wir das anbauen könnten. Wir haben Wasser, wir haben Suppen, wir haben das. Nee, leider nichts, was wir anbauen könnten. Nee, an der Essensfront sieht es etwas schlecht aus. Beziehungsweise sah es schon mal besser aus. So, ein Fleisch nehmen wir noch. So, das erste Wasser ist fertig. Das Fleisch kann weg. Die Dose schmelzen wir ein. So, ausschalten erstmal. Das Metall lassen wir hier mal drin liegen und das Feuer brennt noch, bis das Wasser fertig ist. Okay, wir haben 3.22 Uhr, der Händler hat noch nicht auf. Was wir zusätzlich auch machen müssen, ist nach wie vor hier das Zeug wegkloppen. Dann machen wir das mal schnell noch. Weil wir müssen das sowieso machen, bis die Horde kommt, damit ich von oben nach unten schießen kann, weil sonst hängt immer dieses, das Zeug im Weg hier. Dann treffe ich die Zombies nicht, wenn sie versuchen, das Haus einzustürmen. Wir werden übrigens versuchen, unten noch die Tür komplett zu verbarrikadieren. Das werden wir demnächst auch angehen. Damit wir bei der Taxim-Horde, damit die gar nicht erst auf die Idee kommen, durch die Tür zu rennen. Dazu nehmen wir dann auch die Treppe vorne weg. Mit dem richtigen Werkzeug sollte das relativ zügig funktionieren. Und das Minibike stellen wir dann auch gleich auf. So, einmal hier durch. Sehr schön. Dann haben wir... Die, das sind noch so viel wert, oder? Ja, 220, das geht noch.
Und das trübe Wasser kann auch mal raus. Sehr schön. So, dann geht's hier weiter. Kriegen auch immerhin 4 Holz. Kriegen wir raus. 2 Holz pro Abbau. Wir könnten eigentlich schon mal Spitzen fertigen. Und zwar... Können wir die nur in der Schmiede fertigen? Die Holzspitzen, die ich gern um die Basis einmal rumlegen würde, komplett. Damit wir zumindest die Zombies ein bisschen ankratzen bei der Horde. Und nicht alles mit Munition lösen müssen. Wobei, mit der Menge an Munition, die wir haben und jetzt auch noch looten werden, wir haben erst Tag 5. Das reicht dicke für die erste Horde. Ja, komm. Wir brauchen Ausdauer. So, wir haben 4 Uhr. Die Nacht ist vorbei. Wir machen jetzt trotzdem erstmal weiter. Um 6 Uhr macht der Händler erst auf. Wir können höchstens schon mal was looten gehen. So, aber wir müssen jetzt einmal außenrum fertig, immerhin. So, sehr schön. Hier würde ich allerdings auch noch gern wegnehmen. Upp. 500 Holz immerhin. Ich glaube, das wird nicht... Selbst wenn wir das alles verkaufen... Ja gut, das sind 1000. Ja, knapp. Wir werden irgendwas mit 2000. Wenn allerdings der Loot noch da ist, können wir vielleicht auch noch 2-3 Quests beim Händler machen. Das gibt ja auch ordentlich Chitons. Komm her. Komm her. Dich habe ich gewartet, mein Freund. Level up. Und 4 Fertigkeitspunkte haben wir übrig. So, Minibike. Minibike. So, das Fahrrad können wir eigentlich schon mal zur Seite fahren. Wir parken es mal hier. Haben wir da noch Loot drin? Nee, ist leer. Minibike hat übrigens auch höhere Tragekapazität. Und wir müssen es aber erstmal voll tanken. Hier, einmal voll tanken. Hier, viel mehr Platz. Und wir sind schneller unterwegs. Ja, aber die... nee, es ist die gleiche Geschwindigkeit, finde ich. Es hat sich leider nichts... Also, dass wir jetzt eine bessere Batterie eingebaut haben, hat leider nichts geändert. Es wäre egal gewesen, welche Batterie wir einbauen. Merkt euch das, macht nicht den gleichen Fehler. Die Ranch müssen wir allerdings kurz noch reparieren. Die brauchen wir höchstwahrscheinlich. Muss man mit einem Reparaturkit machen. Wir haben allerdings 5 immerhin schon. So, reparieren. Gut. Schaufel ist auch fertig. Schaufel weg. Unsere ist dadurch effektiver. Wasser haben wir, Nahrung haben wir, Klamotten haben wir, 4.43 Uhr haben wir. Boah, Gott sei Dank. Das hätte uns was gebrochen. So, was looten wir als nächstes, da wir jetzt schneller unterwegs sind? Wollen wir dazu übergehen, schon irgendwie was Großes zu looten, oder nehmen wir uns erst noch was Kleines vor? Wir können uns aber schon mal ein Haus in Richtung Händler vornehmen. Das wäre sinnvoll. Und Autos auseinandernehmen ist tatsächlich auch ein guter Weg, um Chitons zu verdienen. Allein schon wegen Batterien, Motor, die man rausbekommt. Ach komm, wir nehmen das Abrisshaus hier. Wir nehmen das hier. Allein schon das Zeug, was man rausbekommt, ist ordentlich wert. Wenn man es denn rausbekommt. Ist allerdings auch Zufall. Ich bin der Meinung, wir hatten relativ viel Glück. Wollte gerade sagen, schon von oben. Hat sich schon so angehört. Ich höre sowas. Ah, guck mal, ein Safe. Saves können wir übrigens, wenn wir keine Dietriche benutzen wollen, müssen wir die halt aufkloppen. Das dauert leider halt einen Moment, aber so geht's auch ohne Dietriche. Das ging früher schon so, geht jetzt immer noch. Eine Modifikation für die Spitzhacke wäre cool, dass wir mehr Schaden gegen Metall machen. Gibt es. Weiß ich sogar. Wir können übrigens auch schon ein paar Modifikationen herstellen. Wo waren denn die? Ging das nur in der Werk... Ich glaube, das ging nur in der Werkbank. Oder? Ja, ich glaube, das ging nur in der Werkbank. Da gibt es den Reiter-Modifikationen, wo wir dann auswählen können, was wir schon können. Aber es ist nichts Sinnvolles dabei, was uns zumindest gerade irgendwie was helfen würde. Guck mal, uff, das Ding. So. Was das denn? Ergonomischer Griff. Vermindert den Nahkampf Ausdauerverbrauch um 10% und die Waffenhandhabung von Bögen um 10%.
Nahkampf. Ausdauerverbrauch. What? Verändern. Ausdauerverbrauch ist mir lieber als die andere Mod. Ausdauerverbrauch ist wichtiger. Deswegen nehmen wir Ausdauer. Weil das, da habe ich das meiste Problem, dass uns die Ausdauer jedes Mal ausgeht. Ah, ein Vogelnestchen. Lohnt sich immer noch zu looten, wenn Eier rauskommen sollten. Ah, ich wollte euch ja sagen, die bringen auch ein bisschen was. Wir müssen hier übrigens mal 4-4 nicht zerlegen. Tragen. Ah ne, wir haben bereits die Rüstungsschuhe. Können wir auch direkt verkaufen eigentlich. Rüstung ist immer besser. Ein Schitor mehr? Yay! Ein Ei mehr! Ein leeres Regal? Ah, ich glaube es... Kommen wir da irgendwie hoch? Ah ja, hier, oder? Jo. Gottes Willen, bitte nicht runterfallen. Okay. Ja, okay. Hier oben ist nichts. Hier sollte man wahrscheinlich gar nicht hin. Okay. Dann sind wir hier schon durch. Das war ja enttäuschend. Okay, ab zum Händler. Machen wir lieber eine Quest beim Händler. Verdienen uns noch die restlichen 1000 Jetons, die uns dann wahrscheinlich fehlen, wenn er uns überhaupt alles abkauft. Er kauft ja nicht immer alles. Kriegen wir vielleicht durch nur noch eine, durch eine Quest. Wenn wir Glück haben. Und ich habe den Händler jetzt immer noch nicht markiert. So. Das Ding läuft Gott sei Dank mit Benzin. Das heißt, keine Ausdauerverbrauch mehr. Und er macht auf. Sehr schön. Oh, Tag 5 und wir haben das Minibike. Geil. Und das, ich mache nicht mal auf schnell, schnell. So. Verkaufen. 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 1800. Verkaufen. 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 Das war's, oder? 2300. 6000. Schützengewehr. Das ist was anderes. Hä? Wieso kostet das auf einmal 6000? Das ist andere Loot, oder? Hat es nicht nur 3000 gekostet? Wir haben 2300. 6000. Gottes Willen. Das ist zu viel. Das kriegen wir niemals zusammen. Oh, der Loot ist der gleiche, aber 6000, das schaffen wir nicht mehr. Ganz ehrlich, da kaufe ich lieber die Eisen, Eisenschienen vielleicht für 360. Komm, die kaufen. Die kosten nur 360. Die Magnum könnte man... Ah, nee, Bauplan Magnum ist das nur. Kneipenschlägerei, Magnum Vollstrecker, Tagebuch, Berglöwen. Ah, es sind Berglöwen. Jetzt wissen wir endlich Bescheid. Diese gefährlichen Raubkatzen halten sich häufig in den schneebedeckten Bergen auf. Verursachen 10% mehr Schaden an Berglöwen. Okay, Berglöwen. Ich wusste in der Staffel 5 nicht, was das ist. Es sind Berglöwen. Nice to know. You come back sometime. So, tragen. Hast du irgendwelche Aufgaben? 200 Meter abholen. Die nehmen wir. Anderen 1 bis 2 Kilometer ist zu weit. Okay, aber die 6000, das waren doch nur 3000. Jetzt mal ohne Witz. Hat er die Preise erhöht, weil wir Level gestiegen sind oder was? Das Ding hätte ich halt echt gern gehabt, aber 6000 kannst du knicken. Bis wir so viel haben, müssen wir noch viel looten oder viel Quests erledigen. Je nachdem. Hast dich angehört, wie wenn es eine Horde wärst. So, tot. So, Quest angenommen. So, Häuselein. Dann gehen wir da mal rein. Ins Häuschen. Wie gesagt, wäre es ein Häuschen, was wir bereits gelootet haben, ist es tatsächlich dann so... Ah, guck mal hier. Ist es tatsächlich so, dass dein Loot im Haus wieder da wäre? Wir haben nur Zweier. Sehr schön, die nehmen wir mit. Verändern. Das wird ein bisschen umständlich. Das wäre cool, wenn das gleich automatisch übernommen werden würde.
Aber das ist schon meckern. Ah, guck mal, hier haben wir jetzt zwei Slots auch frei. Das ist schon meckern auf hohem Niveau. So, einmal hier durchs Fenster. Einmal. Okay, die Couch muss weg. Einmal freundlich anklopfen. Ach, da. Ach, und der Boden. Ah, der Boden ist eingebrochen. Oh, cool. Oh, wie cool. Seit wann gibt's denn Aquarien? Wie geil ist das denn? Ich will sowas für meine Bude. Oh, wie cool. Das ist neu. Es gibt Aquarien. Ist mega cool. Also, das ist eher so ein Hamsterkäfig, so eine Art Leguan-Käfig oder Hamsterkäfig oder sowas. Aber wie cool ist das denn? Das ist auch neu. Die gab's früher gar nicht, die Dinger. Geil. Abbauen können wir leider die Dinger nicht mehr. Energy Drink. Irgendwo ist ein Zombie. Ja, da auch. Soll er reinkommen, wenn er was möchte. Komm doch rein. Hier geht die Party. Hier sind die Party-People. Kein Käffchen. Kein Käffchen fürs Schäffchen. Thunfisch. Verschimmeltes Brot. Ich drehe mich nicht um. Okay, ich drehe mich um. So, jetzt sind noch zwei Dreiern. Okay, wir müssen raus. Beziehungsweise müssen nicht, aber ich will raus. Ah, guck mal da. Ah ja. Wow. Okay, es sind doch drei. Ich wusste es doch. Einmal. Oh, das. Das Ding ist ja ganz nett. Auch dass es wirklich ordentlich reinhaut, aber es kostet echt abartig viel Ausdauer, das Ding. Befindet sich hier eigentlich auch irgendwie Loot? Bestimmt. Sonst kommen wir hier nicht mehr rein. Hm, Briefkasten. Wie gesagt, gerne mal ein Rezept drin. Ich habe da schon mal ein Rezept für ein Scharfschützengewehr drin gefunden. Und damals auch fürs Minibike, wo man noch das Rezept so suchen musste. Kann man jetzt übrigens auch wieder finden. Oh, was ist das denn hier? Nett. So ein bisschen medizinische Station. Ja, nochmal ein Messbecher, den wir für die Chemiestation brauchen. Allerdings jetzt nicht unbedingt. Bringen hier Powerschläge was? Ja. Geht so. Ausdauerwiederherstellung. Benutzen. Benutzen. Komm, hau zu. Machen das Safe hier noch auf jeden Fall. Die Dollar behalten wir mal. Das, die Dinger zerlegen wir. Den Kochtopf zerlegen wir. Das zerlegen wir. Wir müssen schon ein bisschen Platz sparen. Auch wenn wir Minibike eigentlich Zeug zurücklassen könnten. Oder 2500. Ich würde vielleicht dann noch auf Werkzeugqualität der Stufe 3 gehen wollen. Ist ja noch irgendwas? 60, komm. Hau zu. Bingo. Ja, ich Donnerbüchsen mag ich nicht, das Nachladen dauert eine Million Jahre. Ich drücke immer das Falsche. Deswegen mag ich die nicht, aber eine 5er immerhin. Ah, guck mal, hier ist die Tasche, die wir brauchen. Pop and Pills. Nochmal Pillen. Zweimal Säure und Scheinwerfer. Geil. Durch das Lesen des Bauplans lernst du, wie man diesen Gegenstand anfertigt. Wir können Scheinwerfer bauen. Allerdings brauchen wir für die Scheinwerfer Strom. Also wir müssen erstmal Generator noch bauen. So bricht hier alles ein. Der Einzige, der das etwas verwirrend findet. Okay, ja, geht so. Nichts Besonderes. Nee, das ist nur ein Rohr. Okay, hier sind wir, glaube ich, jetzt durch. Das Aquarium finde ich mega. Ah, guck mal hier, Leiche. 13 verrottetes Fleisch. Haben wir aber noch eigentlich genug. Wir haben zu wenig. Diesmal haben wir genug Beete, aber zu wenig Samen, um Dinge anzubauen. Wir sind dringend, wir sind hoffnungslos überladen.
Wo denn? Da. Tschö. Tot. Handtasche ist leer. Hier, da ist nichts mehr. Es lohnt sich auch, ab und zu mal in die Dinger reinzulaufen, weil da ist immer noch was. Mit viel lande mit dieser Methode ein Volltreffer. Verursacht 10% mehr Schaden mit Knüppeln. 10% mehr Schaden mit Vorschlaghämmern wäre mega. Bürostuhl nehmen wir auf jeden Fall mit. Verkauft sich immer super. So, da ist nichts weiter. Ja, okay. Wir gehen kurz raus. Wir müssen ein bisschen Loot im Minibike lassen. Wo habe ich denn geparkt überhaupt? Das Hühnchen ist mir gerade egal. Ach, wieso parke ich auch nicht vor der Tür? Komm hier. Und rein da. So, sehr schön. Ich glaube, wir hätten auch hoch, also von hinten hochgekonnt, aber so geht's auch. Nee. Jo. So, Bücherregal, hier ist nichts zum Looten. Da auch. Ist das ein Ressort? Nee. Ach, das sind Minen! Footballspieler. Gut, dass wir eine Pistole haben. Das sind... Ich wundere mich schon, wieso kommen da so viele... Ach ja. Wieso sind da so viele... wieso sind da so viele Footballspieler? Die rennen übrigens. Die Footballspieler. Die laufen immer schneller. So, ich hoffe, das war's alles mit Minen, oder? Ich habe mich schon gewundert, wieso sind da auf einmal so viele Zombies? Aber wenn die Hälfte durch Minen... Geil! Pappgun! Und Holzsplitter-Mod. 15% mehr Schaden gegen Holz. Geil. Zweifach-Zoom. Auch nicht schlecht. Haben wir jetzt aber schon. Antibiotika. Auch ganz nett. Leider nichts... Ja, okay. Nicht so spektakulär. Ein Ressort haben wir hier noch. Ja, okay. Komm. Zurück zum Händler müssen wir. So, hier ist uns jetzt nichts weiter. Ja, ganz nett, aber wir können, glaube ich, das Ding eh nur einmal verändern. Ja, wir können die nur ein... Also man kann jede Mod nur einmal verwenden, leider. Wäre ganz cool, wenn wir noch mehr Schaden gegen Holz machen würden, aber geht leider nicht. Einen Rock, Antibiotika. Ja, wir können prinzipiell noch ein bisschen Antibiotika und so weiter verkaufen. Wir haben vier oder fünf haben wir, glaube ich, daheim liegen. Müssen mal gucken, was wir noch loswerden. Aber wir kommen halt nicht auf den Wert von 6000 Jetons. Also, keine Chance eigentlich. Hoffentlich ist da noch was Sinnvolles drin. Ja, der Loot. Knüppel kann man nicht verkaufen, weil man sie herstellen kann. Ein Jagdgewehr. Verändern. Du. Jagdgewehr. Ah, leer. Müssen gucken, dass wir nicht noch irgendwas verpassen. Aber ich glaube nicht. Sehr schön. Raus hier. Geil. Okay, das ist zum... Also es ist halt zum Jagen echt geil. Also gerade Hühnchen kannst du damit auch gut abschießen und so weiter. Das lohnt sich. So, zurück zum Händler. Hoffentlich hat er noch ein, zwei Quests vielleicht, die in der Nähe sind. Gerade so die 200 Meter Buddel-Quest, wo ich dreimal die Schaufel reingehalten habe und danach gleich die Quest fertig hatte. Solche Quests mag ich. Die lohnen sich richtig. Und ich habe die Häuser schon wieder nicht markiert, die ich gelootet habe. Ah. Ja, okay, notfalls sieht man es ja, wenn wir das Haus betreten, ob wir da drin schon Loot haben oder nicht. Gut, so ist es halt. You did it. Oh, Magazinvergrößerungsmod. Erhöht die Magazinkapazität. Bauplan Jagdgewehr. Durchlese des Bauplans, aber die Qualität. Jagdgewehr haben wir jetzt eigentlich schon. Erhöht die Magazinkapazität. Wir nehmen das Magazin.
Darf ich dein Inventar sehen? Zeig mir dein Inventar. Donnerbüchse. Ah, 500. Ja. Wow. Level up. Ja, das, die Donnerbüchse verkaufen, weil ganz ehrlich, es ist eine 5er Donnerbüchse, aber ich brauche sie nicht. Ich werde die nie benutzen. Und wir haben 700 Chitons schon wieder. Und der Rest liegt im Auto. Oder im Minibike. 2700. Naja, die 3000 hätten wir sogar fast. Die 3000 hätten wir sogar fast, aber die 6000 halt nicht. Der Arsch hat seinen Preis angezogen. So, verkaufen. 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 Messbecher bringt 55. Aber behalten wir mal als Vorsicht. Ich weiß nicht genau, wie viele. 24 können wir verkaufen. Bürostuhl können wir verkaufen. Die Spritze können wir verkaufen. Vitamine bringt 17. 17. Wasser bringt 22. Verkaufen. Thunfisch bringt 4. 2900. 2900 sind ja keine 6000. Vor allem gleich der Stufe. Gewehr der Stufe 3 gleich. Wir sparen. Halt, Quest wollte ich annehmen. Boah, 36 Minuten. Wir sind in der Folge weit drüber. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir nehmen die Quest noch an. 1,1. Beseitige Zombies. Oh ja, mal eine beseitige Zombies-Quest. Nehme an, mach mal auf jeden Fall die Quest. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Und in der neuen Stadt, so wie es aussieht.